Thanks, Andrew. You've been blessed enough for our moms. I would like to ask you to come forward. Thanks, Andrew. It's like a board demon. Und wenn du übersetzt werden von Isabel, vielen Dank für deine Mühe, für deine Arbeit. Nancy kommt von Äthiopien und er wohnt auf der Schule und seine Frau betreuen auch die Schüler mit, betreuen die Schule mit und sie machen dort eine gewaltige Arbeit. Ich möchte euch bei der Gelegenheit einfach auch bitten, für die beiden zu beten, für die drei zu beten. Sie haben eine kleine Tochter, die Amy. Es ist eine sehr herausfordernde Aufgabe und sie brauchen auch jeden Tag die Kraft Gottes. So möchte ich euch einladen, auch für sie als Familie zu beten. Der Herr segne dich und benütze dich heute Morgen. Danke, Stefan. Danke, Stefan. For the introduction. Für die Einführung. Not only for me, but for my preaching, he did a good introduction. Er hat nicht nur für mich die Einführung einfach hier gelesen, sondern einfach auch für meine Predigt gesagt. He was reading from 19th chapter of Revelation. Er hat aus Offenbarung gelesen, Kapitel 19. It talks about how it's going to be at the end. Und da wird darüber gesprochen, wie es dann mal sein wird, wenn es soweit ist. It's going to be a celebration of waiting. Und es wird mich diese Feier, dass es diese Hochzeit geben. We like to celebrate. Wir feiern sehr gerne. We have all kinds of reasons for celebration. Wir haben alle Gründe dafür zu feiern. Birthday celebration. Zwischen Geburtstag. Holiday celebration. Und auch die Feiertage. And the Germans even know how to celebrate well. Die Deutschen wissen schon gut, wie man nicht feiert. Everything is closed on that day. Also diese öffentlichen Feiertage, die wir haben, alles für mich sind alle Geschäfte alles geschlossen. So I have to learn to plan ahead to do shopping. Also geht es mir dann immer so, dass ich vorher sozusagen schon meine Pläne machen muss, sozusagen, weil ich den einkaufen gehe, weil ich am Feiertag nicht einkaufen gehen kann. It's not only that we like to celebrate, but we want to have reason for celebration, because celebration without reason is meaningless. Und wir feiern natürlich nicht nur dort aus irgendeinem Grund, sondern es ist immer wichtig, dass es einen Grund gibt, um zu feiern. Denn eine Feier oder irgendein Grund ist gar keine richtige Feier. And in order to reach that celebration day, there is work to be done. Und bevor wir aber sozusagen diesen Tag dann haben, diesen Feiertag, müssen wir vor allem noch gewisse Dinge erledigen. There is a time of preparation. Es gibt diese Zeit, diese Vorbereitung. Because without preparation, there is no celebration. Denn ohne Vorbereitung gibt es das Fest nicht. So, the topic of my preaching today is. Also die Überschrift meiner heutigen Predigt ist. Preparation guarantees celebration. Vorbereitung garantiert die Feier oder das Volkfest. So, I have a very good story for this. Ich habe da eine sehr gute Geschichte dazu gefunden. Jesus told the story. Jesus hat diese Geschichte erzählt. On the 25th chapter of Matthew. 25. Kapitel von Matthäus. So, we read about the 10 virgins. Da lesen wir über die 10 Frauen. The 10 young girls. Die 10 jungen Frauen. One time my friend said like this. Mein Freund hat es mir einmal so erklärt. He said, you like to use the women characters in the Bible for your preaching often. Und er hat zu mir gesagt, also du liebst es wirklich immer die Charaktere von Frauen aus der Bibel in deinen Predigten zu verwenden. Well, it could be because I grew up with three sisters. Das könnte vielleicht der Grund dafür könnte zum Beispiel der sein, dass ich aufgewachsen bin mit drei Schwestern. So I used to think I know everything about women. Deswegen dachte ich, dass ich daher alles über Frauen wissen weiß. And then I got married. Und dann habe ich geheiratet und dann war das anders. Chapter 25. Also Matthäus Kapitel 25. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgehen und den Bräutigam gehen. Now, this is a good beginning. Also das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Because we all know about waiting for bridegroom, meeting for bridegroom. Denn wir wissen alle, es ist einfach aus, den Bräutigam zu warten. We all have been celebrating some kind of wedding, ours or others. Ich denke, wir haben alle schon mal am Ende unserer eigenen Hochzeit oder mit der Hochzeit von anderen erlebt und mitgefeiert. And everybody there who was listening to Jesus at that moment knew exactly what he was talking about. Und jeder, der Jesus damals zuhörte, zu diesem Zeitpunkt, wusste genau, um was es jetzt geht. So there's nothing complicated about wedding, we all know
is proceed. Also es war ein etwas komplizierteres, denn jeder weiß, wie es ist zu warten, und in dieser Geschichte ging es um das Warten, also konnte sich jeder damit identifizieren. Number 2, verse 2. Five of them were foolish and five were wise. In Vers 2 steht, fünf von ihnen waren töricht und fünf klug. What a way of introduction. Also was für eine Art von einem Einstieg. Would you ever introduce a group of people, look, these are wise, these are foolish? But it's interesting because Jesus sees us and then he sees two groups. Foolish and wise. Okay, now don't be offended with me. Jesus said it, okay, I didn't say it. So when Jesus looks at the church, see, I see, and then he sees two groups of people. Also wenn Jesus sich die Gemeinde, unsere Gemeinde, die Kursus in National Church anzieht, sieht zwei Gruppen vor sich. Actually, it's very scary for me, because it's 50% of the people are foolish. Und das ist für mich also ziemlich erschreckend, weil es würde ja bedeuten, dass 50% der ganzen Gemeinde töricht sind. Now we are Christians, so we know what this story is about. This is about waiting for the coming of Jesus Christ. Da wir Christen sind, kennen wir die Geschichte und wissen, dass es in der Geschichte darum geht, dass wir warten auf das Wiederkommen von Jesu. Because in chapter 24, the disciples ask him about the last days. He explained how it's going to be. Denn schon in Kapitel 24 fragen ihn ja die Jünger, wie es dann mal sein wird, und erklärt es ihnen dann auch. After he told them how scary and how difficult it's going to be. Aber nachdem er ihnen erzählt hat, wie schwierig und ja, wie ängstlich es dann sein wird, he emphasized, we need to be prepared. Hat das ganz stark betont, dass wir darauf vorbereitet sein müssen. In fact, he wants to emphasize it so much, he told his story. Also er wollte so sehr den Fokus auf dieses Vorbereiten legen, dass sogar das in eine Geschichte verpackt hat. He wants us to understand the need of preparation. Not only he told this story, he told even many, many more other stories. Denn für Jesus war es ganz wichtig, aber wir uns klarlegen, wie wichtig es einfach für uns ist, dass wir vorbereitet sind. Also nicht nur diese Geschichte, sondern er hat es auch in vielen anderen Geschichten immer wieder gesagt. So 10 virgins, 10 young ladies prepared to meet the bridegroom. So gibt es 10 Jungfrauen, 10 junge Mädchen, die darauf vorbereitet sind, den Bräutigam zu treffen. Verse 3. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. Vers 3 steht, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Verse 4. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. In Vers 4 steht, dass die Klugen haben Nadelöl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Now, what makes them foolish? Also was macht die Törichten hier töricht? 10 of them had the same kind of preparation. Also alle 10 hatten die gleiche Vorbereitung. 10 of them are waiting for the bridegroom. Und alle 10 warteten auf den Bräutigam. 10 of them were there waiting for the bridegroom. Also die 10 standen dort alle an der gleichen Stelle und haben auf den Bräutigam gewartet. They were happy. Sie waren glücklich. They were passionate. Sie waren sehr leidenschaftlich. But Jesus makes it clear why they are called foolish. Und Jesus stellt es hier jetzt aber klar, warum sie töricht genannt wurden. The preparation was not enough. Die Vorbereitung der Törichten war nicht genug, war nicht ausreichend. What is a lamp without oil? Was kann denn eine Lampe ohne Öl machen? It's like a car without fuel. Es ist wie ein Auto, das kein Benzin hat. It's like a torch without batteries. Es ist wie ein Batteriegerät, das keine Batterie in sich hat. I don't know if you're like me, but sometimes I drive and I don't care about fueling up the car. Also bei mir ist es manchmal so, dass ich einfach im Auto sitze und fahre und manchmal gar nicht so viel diesen Benzin gar nicht Interesse schicke, ob mein Tank voll ist oder nicht. I always tell myself, maybe 10 kilometers more, 5 kilometers more, and then I will fill up. Und manchmal schaue ich dann auf die Tankanzeige und denke, okay, nochmal 10 Kilometer, ich kriege nochmal 10 Kilometer hin. Und wenn ich die gefahren bin, dann tanke ich. Couple of times I have to park, walk, take a taxi, get a jerry can, come, and then, you know, it was a hard lesson.
dann schon passiert, dass mein Wagen dann stehen geblieben ist. Ich müsste dann müsste aussteigen, müsste laufen und ein Taxi nehmen, einen Kanister holen, den füllen, wieder zu meinem Auto zurück. But last time when I was in Ethiopia, I think it was in November, in Ethiopia. Ja, das letzte Mal, als ich in November in Äthiopien war. There was a crusade, a conference going on 50 kilometers from where I was. Gab es eine Art Erweckungskonferenz ein paar Kilometer von da, wo ich gewohnt habe. And I promised a preacher to be there to translate him, to help him. Ja, ich habe dem Prediger versprochen, dass ich dorthin kommen würde, um ihm zu helfen mit der Übersetzung und einfach ihn einfach zu unterstützen. So I started driving. Also habe ich angefangen, dorthin zu fahren. To be on time there. Weil ich wollte pünktlich dort sein. And as usual, the car had no gas. Und wie immer hatte ich da auch kein Benzin mehr. So I told myself, next station I will fill up. Also habe ich dann gedacht, okay, also wenn ich dann zur nächsten Tankstelle komme, dann werde ich tanken. Next station, cars after cars lined up. Und dann kam ich zu dieser Tankstelle und dann gab es eine Riesenschlange von ganz vielen Autos. And I asked one of the drivers, what's going on? Dann habe ich die anderen Fahrer gefragt, was ist hier los? He said, I don't know, there's no gas in the country. Und dann hat er gesagt, wir wissen auch nicht, da gibt es irgendwie kein Benzin in dieser Tankstelle. I said, oh no. Da dachte ich, oh nein. Next station. Also bin ich zur nächsten Tankstelle gefahren. Trucks after trucks lined up. Standen dann die ganzen LKWs in einer Schlange wieder. I asked, what's wrong? Dann habe ich die wieder gefragt, ja, was ist denn da los? No gas in the country. Dann haben sie gesagt, es gibt einfach kein Benzin mehr hier im Land. Now I know for sure, the gas in the car wouldn't make it. The gas in the car was not enough. Aber ich wusste, dass mit der Restmenge Benzin, die ich hatte, ich es nicht schaffen würde, bis zu diesem Zielauto. So I literally started to sweat. Also habe ich wirklich buchstäblich angefangen, wirklich zu schwitzen. Big crusade. There is a big crusade. Es gab diese große Ereignis. I have to go there to translate. Und ich hätte eigentlich auch hingehen müssen, um zu übersetzen. And I started to pray. Also habe ich angefangen zu beten. Normally this kind of prayers, I think God doesn't answer. Ich glaube, dass diese Art von Gebeten Gott oft nicht beantwortet. Because it's foolishness. I mean, you just fill up your car on time and then you drive. You don't wait till the last minute. Ich war ja ein Stück weit selber schuld, denn man macht ja nicht immer bis zum letzten Tropfen, bis man wieder tankt, sondern man macht es ja eigentlich schon vorher. Kept driving. Also bin ich trotzdem weitergefahren. The light is blinking. Und dann hat das Lämpchen schon angefangen zu blinken. Next station. Bin ich zur nächsten Tankstelle. Cars after cars, like 1 kilometer. Ja, es wird eine Schlange, kilometerlange Schlange von Autos. I can't even exaggerate how shocked I was. Ich kann überhaupt nicht euch sagen, also wie geschockt ich da schon wieder war, als ich das gesehen habe. There was some kind of problem in the country, so there was no gas in the country. Also es gab offensichtlich irgendein Problem überhaupt in Äthiopien, sodass es einfach kein Benzin mehr gab im Land. So I said, Lord, I just drive. Dann habe ich zu mir gesagt, Herr, ich fahre es einfach weiter. And you have to help me to make it. Du musst mir wirklich helfen, dass ich auch wirklich ankomme. So I took out my phone. Jetzt habe ich mein Telefon rausgenommen. Put it in front of the dashboard, so I don't see the blinking light. Okay, jetzt habe ich mein Handy sozusagen das blinkende Symbol überdenkt, also sozusagen mein Handy dann draufgelegt, dass ich dieses blinkende Symbol nicht mehr sehe. And I said, okay, I need a miracle now, I just drive. Dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt einfach ein Wunder und ich werde jetzt weiterfahren. So I drove. Also bin ich weitergefahren. I arrived at the conference. Und dann bin ich bei der Konferenz angekommen. Everything was okay. Alles war in Ordnung. Drove back 50 km twice. Ich bin sogar noch wieder 50 km zurück nach Alles Arena gefahren. The car didn't stop. Und der ist auch erst in der Welt gelaufen, ist nicht stehen geblieben. It was midnight when I arrived in Addis. It was midnight. Also es war doch schon Mitternacht, als ich dann in Addis ankam. I said, it doesn't matter how long it will take. Now I will line up. Ich habe gesagt, so, es ist mir egal, wie lange ich hier anstehen muss, an der Tankstelle, ich werde mich zu gehen, wann ich anstelle. So I lined up for 2 hours or so. Also habe ich mich sogar 2 Stunden angestellt, bis ich dort dran kam. That was a miracle. Das war dann wirklich ein Wunder. I think I did it for the conference, not for me. Ich denke, Gott hat mir nicht wegen mir geholfen, sondern mir geholfen, weil die Konferenz stattgefunden so, hat. This is not in how to drive without a gas preaching. Also das soll jetzt keine Predigt sein mit dem Titel, wie fahre ich in meinem Auto, wo ich gar kein Benzin habe. Okay, now these guys, these girls, these ladies who are prepared are divided into two. Also diese jungen Jungfrauen, diese jungen Mädchen, die vorbereitet waren auf ihren Bräutigam, werden in 2 Gruppen unterteilt. Half have their lights. Also die Hälfte hat ihre Lampen mit sich. But they're not oils. Aber sie haben kein Öl für diese Lampen. And then verse 4.
The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Aber hier steht, dass die Klugen aber Öl in ihren Gefäßen mitnahmen für die Lampen. However. Jedoch. But. Aber. That's a contrast. Also aber bedeutet immer einen Unterschied, einen Gegensatz. So today I wonder, you know, it's Sunday morning. There are churches and churches filled up with people all over the world. Heute Morgen stelle ich mir selber die Frage, es gibt jetzt heute Morgen Gruppen von Gemeinden auf dieser Welt, wo einfach auch Menschen sich momentan befinden. And people sit in the church, they listen, they sing, they pray. Und es gibt Menschen, die auf den Gemeindestühlen sitzen und sie beten gemeinsam an, sie beten, sie hören der Predigt zu. And yet Jesus sees them and says, maybe 50 persons are foolish. Trotzdem schaut Jesus diese Gemeinden an und sagt, okay, 50% der Menschen, die da sitzen, sind töricht. I have a PowerPoint. Ich habe eine PowerPoint. I said to my wife today, this is my PowerPoint. Ich habe eine andere Art von PowerPoint. Ich habe meiner Frau heute schon gesagt, ich habe jetzt heute eine Art von PowerPoint. I have a fire. Also ich habe ein Feuerzeug. And my wife said, don't burn the church. Und meine Frau sagt, okay, bring die Gemeinde nicht ab. So, let's light it up. Also wir möchten jetzt das Teelicht anzünden. Now, verse 5. In Vers 5 steht, the bridegroom was a long time in coming, he declared, and they all became drowsy and fell asleep. Also, aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Now, it's so common in the Middle East to delay. Also, im Mittleren Osten ist es völlig normal, sehr gebräuchlich einfach ja, sich zu spät und zu spät zu sein. I mean, really, it's no big deal. In Africa, 1 hour, 2 hours, it's no big deal. Das ist wirklich gar keine große Sache. Auch in Afrika kann man 1 oder 2 Stunden zu spät sein, das ist völlig egal. The only wedding I have been, that was one time, was my sister's wedding. Das einzige Mal, als ich pünktlich war, war bei der Hochzeit meiner Schwester. My father said, this time we will make it on time. Mein Vater hat gesagt, okay, also dieses Mal zu diesem Anlass werden wir pünktlich sein. Everything went on time. Alles war auch pünktlich, also alles lief geregelt ab. So my sister and her new husband, they came to the church. Also meine Schwester und ihr Mann kamen in die Gemeinde. The preacher was not there. Der Prediger war nicht da. And he thought, wedding, you know, they will not be here at least 1 hour, he said. Er hat gesagt, ja, das ist ja nicht so üblich. Also es kann sein, dass es vielleicht nur eine ganze Stunde dauert, bis der Prediger drin sein wird. So they called the preacher. Also haben sie den Prediger angerufen. He was making another wedding somewhere else. Und während sie ihn angerufen hatte, hatte er aber eigentlich gerade eine andere Hochzeit zu tun. He said, what? Are you there on time? Er hat gesagt, ja wie, wieso bist du hier nicht da, pünktlich zur Hochzeit? So he had to come with a special taxi. He had to come with a special taxi to be fast. Okay, also musste er wirklich mit einer ganz besonderen Geschwindigkeit kommen, um überhaupt in so einer Hochzeit pünktlich zu sein. It's normal. Aber es ist überhaupt normal in diesen Ländern. So, you see, the delay becomes a problem for those who are not prepared. Ist da eine Verspätung zu Problem werden für diejenigen, die nicht vorbereitet sind? The delay is not a problem. It's not a problem. Die Verspätung ist nicht das Problem. It's normal. Es ist normal. It's expected. Es wird fast schon erwartet. You are the one who should be prepared for the delay. Aber du sollst derjenige sein, der vorbereitet ist für die Verspätung. The bridegroom is not responsible to come on your time. Also der Bräutigam ist hier, aber nicht in der Verantwortung, pünktlich da zu sein. This is not Germany. Das ist auch nicht in Deutschland so. You are responsible to wait until he comes. Aber ihr seid ja diejenigen, die sozusagen in der Verantwortung stehen, vorbereitet zu sein, wenn er dann kommt, auch wenn er verspätet kommt. And remember, Jesus is not from Germany. Jesus is not going to come on the time we expect him to come. Jesus wird nicht zu der Zeit kommen, zu der wir ihn erwarten, dass er kommt. Jesus warns us that his coming is going to be late. It's going to be late. So Jesus hat uns gesagt, dass sein kann, dass sein Kommen einfach verspätet sein wird, dass er verspätet kommen wird. It's going to be late on our car.
angelehnt an unseren Kalender, wo die auch zu spät kommen. It's not going to be later on God's calendar. Aber wenn es um den Kalender Gottes geht, um seine Zeit lang, dann wird Gott nicht sogar Jesus nicht zu spät sein. There is a reason why he's late. Es gibt einen Grund, warum Jesus ja sich verspätet wird in unseren Augen. Aren't you happy he didn't come before you were saved? Seid ihr nicht glücklich und froh darüber, dass er noch nicht da war, als ihr noch nicht errettet wart? Before you were saved, if Jesus had come, where would be your end? Wenn Jesus gekommen wäre, bevor du überhaupt errettet gewesen wärst, wo wäre er dann gelandet? Jesus tarries so that many more can be saved. Jesus wartet, damit nur viel mehr einfach gerettet werden können, so wie wir gerettet sind. So from our perspective, it really doesn't matter when Jesus comes. Also aus unserer Perspektive, aus unserer Sicht heraus, ist es eigentlich völlig egal, wann Jesus wiederkommt. 10 years, 1000 years, it doesn't make a difference for us. Wenn jetzt 10 Jahre kommt oder 1000 Jahre kommt, macht keinen Unterschied für uns. Jesus said, be prepared. Jesus hat gesagt, sei vorbereitet. Wait. Wartet. Be equipped. Sei ausgerüstet. Have the oil. Und habt das Öl bei euch. Vers 6. At midnight, the cry rang out. Here is a bridegroom. Come out to meet him. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus und mit ihm. No matter how late the bridegroom is, he's going to come. Ganz egal, wie spät der Bräutigam kommen wird, er wird kommen. No matter how long you wait, he's going to come. Ganz egal, wie lange ihr warten müsst, er wird auf jeden Fall kommen. It's a fact. Das ist eine Tatsache. It's truth. Das ist die Wahrheit. Many people scoff, they make fun of this concept, this truth. Viele Menschen machen sich über diese Wahrheit, über diesen Wahrheitskonzept lustig. 2000 years you are waiting for him. Das machen sie lustig, sagen, er wartet ja schon seit 2000 Jahren auf ihn. Where is he? Wo ist er denn? You know what the answer is? Wisst ihr, was die richtige Antwort darauf ist? I will wait another 2000 years, he will come. Ich würde auch 2000 Jahre warten müssen, bis er dann kommt, falls das was das notwendig ist. I don't give up. Ich werde nicht aufgeben. For even a moment, I will not doubt that he's coming. Und ich werde nicht mehr für eine Sekunde daran zweifeln, dass er wiederkommt. Whatever it takes me to prepare, I will do it. Und was immer auch notwendig ist, damit ich vorbereitet bin, ich werde es tun. If it demands me to carry it, other come for oil, I will carry it. Und wenn er von mir erwartet, dass ich einfach nochmal ein Gefäß von Öl mitnehme für meine Lampe, dann werde ich das tun. Oh, this cry, he's coming. Weil dieses Geschrei, er kommt. It's a joyous cry and it's a scary cry. Es ist sowohl ein freudiger Schrei als auch ein sehr ängstlicher Schrei oder ängstlicher Ruf. 50%, yay, he's coming, he's here. 50% haben geschrien, ja, er ist hier. 50%, oops, he's here. Und die anderen 50% haben gesagt, oops, er ist da. So, the sleeping girls, they woke up, verse 7. Und in Vers 7 lesen wir dann, wie die schlafenden Frauen aufwachen. And trimmed their lamps. Da standen alle jenen Frauen auf und schmückten ihre Lampen. Because it's like a clothes, you know, you burn it, you put oil on it, and then you burn it, so you have to take off the burn, the black, and then you add oil, and then it burns again. Es ist immer so, wenn man die Lampe ja schon mal angezündet hat, entsteht dort ja sozusagen das Asche, muss man dann immer nochmal abkratzen, wenn man dann auch wieder dieses Stück Tuch sozusagen in das Öl eintaucht, bis dann wieder entzündet, dann brennt es immer besser. We don't use that here, we use something like candle here, so the wax goes out. Also wir haben ja natürlich jetzt keine Öllampen, die wir benutzen, sondern wir haben zum Beispiel Kerzen, wo einfach das Wachs nach und nach verbrennt. So, they woke up and verse 8. The foolish one said to the wise, give us some of your oil. Our lamps are going out.
In Vers 8 steht dann, die törichten Absprachen zu den Blumen. Gebt uns in eure Eulen, Öl, in unsere Lampen eure Schienen. My wife recently made a cake. Also meine Frau hat am letzten einen Kuchen gebacken. It was for a wedding. For a wedding. Okay, und der Kuchen war für eine Hochzeit? It was Thomas and Stella's wedding. Es war Thomas und Stellas Hochzeit? Oh, she was so happy that she had this honor of making a baking a cake. Und sie hat sich so geehrt gefühlt, dass sie einen Kuchen backen darf für diese Hochzeit. So for a long time she was planning it, you know, should I make chocolate cake, should I make banana cake? Dann hat sie schon sehr lange vor uns geplant, sie hat jetzt Schokoladenkuchen machen oder Kuchen mit Bananen. I don't know anything about cake, so I say, yeah, go ahead, good. Da ich von Kuchen keine Ahnung habe, habe ich gesagt, ja, pack doch einfach einen Kuchen. After some days she would tell me, I think I'm going to make a cherry cake. Und nach ein paar Tagen hat sie mir die Lernung gesagt, also ich glaube, ich mache doch einen Kirschkuchen. I say, sounds good. Ich sage, ja, klingt doch gut. After a few days, she'll tell me, I think I'm going to make black frostbook. Hat er gesagt, dass sie wieder zu mir gekommen hat, gesagt, ich mache vielleicht doch eine schwarze Kirschtorte. Finally, she made the cake. Und letztendlich hat sie dann auch wirklich einen Kuchen gebacken. Oh, she was so careful. Sie war das sehr, sehr genau und sehr vorsichtig. Because it's for a wedding. Denn der Kuchen war ja für eine Hochzeit. It has to be there. Der Kuchen muss ja dann auch pünktlich dann dort stehen. Because imagine, the bridegroom and the bride has asked her to bake a cake. Stellt euch vor, die von der Bräutigam hat sie ja gefragt, ob sie einen Kuchen backen würde. So, on the wedding day was prepared, so we loaded the cake in the car. Und am Hochzeitstag hatte sie den Kuchen dann auch fertig und wir haben ihn dann ins Auto geladen. And she wanted to make sure she would be there on time. Und sie wollte auch ganz pünktlich dort sein. And I was driving. Ich bin gefahren. Normally she would tell me, You're fast, slow down. Normalerweise sagt sie zu mir, du fährst zu schnell, fahr langsamer. But on that day she said, if you drive like this, we will not make it today. An diesem Tag hat sie auch zu mir gesagt, also wenn du zweimal so langsam fährst, dann werden wir nicht pünktlich da sein. I mean, if your wife tells you, you should drive fast, of course you're happy, right? You're fast. Wenn deine Frau das sagt, ihr Mann sagt, sie soll schneller fahren, habe ich mich natürlich darüber gefreut und bin auch schneller gefahren. We arrived in the church. Wir sind dann bei der Gemeinde angekommen. And then she was like, don't hold the cake like that, call it straight. Und dann hat sie mir dann gesagt, ja, also gut, dass du mir den Kuchen hältst, dass du ihn auch gerade hältst. And hold it on the bottom. Und trag und nimm ein Hemd und halt ihn dann auf den Kuchen. Now imagine. Stell dir folgendes vor. If another lady comes. Wenn es eine andere Frau kommt. And then she says to my wife. Sie sagt zu meiner Frau. You know what, I was also asked to bake a cake. Wisst ihr was, ich hab auch dem Bräutigam gefragt, ob ich nicht einen Kuchen machen kann. But for some reason I couldn't make a cake. Aus irgendeinem Grund konnte ich auch den Kuchen nicht backen. Can you please cut a little piece from your cake and give to me, so I can present it? Kann man nicht so machen, da ich jetzt auch gefragt wurde, ob ich einen Kuchen bringen kann, hab's aber vergessen, dass du einen Stück von deinem Kuchen mir einfach abgibst, sodass ich auch so tun kann, als ob ich einen Kuchen backen hätte. My wife will be like, are you kidding me? Meine Frau würde sich sagen, treibst du mich jetzt gerade? Seriously? Jetzt anschaut? You want me cut my cake and give it to you so you can take it to the wedding? Du willst, dass ich hier die Hälfte meinen Kuchen abschneide, dir gebe, sodass du ihn dann als deinen Kuchen präsentieren kannst? I mean, if you had asked me a few days ago, I would be happy to help you. Also wenn du mich vor ein paar Tagen gefragt hättest, hätte ich dir sicherlich gerne geholfen. I would do the shopping for you. I would do anything to help you to bake the cake. Ich dir sogar beim Einkaufen geholfen und einfach dir überhaupt geholfen, den Kuchen dann noch zu backen. But now, at this moment, you ask me for my cake. Aber jetzt, in dem Moment, fragst du mich ein halbes Stück von meinem Kuchen. You gotta be mad. You gotta be crazy. Du musst doch verrückt sein. It's like asking, oh, we don't have oil, give us oil. Das ist das Gleiche, wie wenn sie die anderen Jungfrauen fragen würden, oh, wir haben kein Öl, wir geben uns doch Freude. Oh, my candle is blowing out, it's gonna be end soon, so give me some of your wax. So ja, wie wenn ich jetzt eine Katze habe, die fast schon am Ausgehen ist und zu der anderen muss dann sagen, okay, nur noch ein bisschen was von deinem Wachs, damit meine Katze nicht ausgeht. Seriously, do you want me to take out the wax and then break it into half so I can give you half of the candle? Also, wie stellst du dir das vor, möchtest du, dass ich das Wachs von meiner Katze nehme, es teile und dir die andere Hälfte von dem Wachs gebe? Here is a principle. There are good questions you cannot ask
baptized. Okay, dieses Prinzip. Du kannst bestimmt die gute Fragen nicht zu schlechten und zu falschen Zeug stellen. See, it's good to ask for help. Es ist immer gut, um Hilfe zu nehmen. But not in bad times. Aber nicht zu, ja, in schlechten Zeiten oder zu ungünstigen Zeiten. This was not a time for help. Das war nicht der Zeitpunkt, um nach Hilfe zu fragen. There are good prayers. You cannot pray at some bad times. Es gibt bestimmte gute Gebete, die man vielleicht zu bestimmten schwierigen Zeiten einfach nicht beten kann. Verse 9. No, they replied. There may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy for yourself. In Vers 9 steht, die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreichen, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Until this moment, everything was okay. Bis zu diesem Moment war alles in Ordnung. They were all looking nice. Sie haben alle schön ausgesehen. Prepared. Sie waren vorbereitet. They were all pretty. Sie waren alle hübsch. We are all following Jesus. Wir folgen alle Jesus. Everybody sees us and knows we are Christians. Jeder sieht uns und weiß, dass wir Christen sind. And then a moment comes. Aber dann kommt dieser Moment. That moment separates. Dieser entscheidende Moment trennt uns. Until that moment, you don't know if I'm foolish or wise. I don't know if you are foolish or wise. Bis zu diesem Moment weißt du nicht, ob ich töricht oder klug bin, und ich selbst weiß auch, ob du töricht oder klug bist. But when that moment comes, aber wenn dann dieser Moment kommt, you know which group you are in. Dann wirst du wissen, zu welcher Gruppe du gehörst. When Jesus comes, wenn Jesus kommt, oh, people will be shocked. Dann ja, gibt es keine Zeit mehr zum Entscheiden. Oder sie wird schnell gehen. Why am I not ruptured? Why am I not taken? Why am I not ruptured? Dann werden wir da stehen und sagen, also wieso werde ich nicht hinaufgefahren in den Himmel? Because you're foolish. Vielleicht weil ihr töricht seid. You're not prepared well. Weil ihr nicht gut vorbereitet seid. Oops. Oops. What a good advice. Go and buy. Also was für ein guter Rat, den Sie den Informanten geben. Geht doch hin und kauft euch noch welches. But the timing was bad. Also der Rat war gut, aber der Zeitpunkt war schlecht. So they took the advice. Sie haben dann diesen Rat angenommen. They went out. Und sie sind nach draußen gegangen. The middle of the night. Mitten in der Nacht. Apparently it seems they found oil somewhere. Es war so, dass sie irgendwo diesen Öl herbekommen mussten. They were happy to find the oil. Sie waren dann auch wirklich glücklich, als sie dann eine Stelle gefunden haben, wo sie das Öl gekauft haben. And they returned to the waiting place. Und sie wären dann zu, ja, zur Hochzeitsamt zurückgekehrt. They could hear the celebration already. Sie konnten sozusagen von weitem schon, ja, sozusagen den Jubel und die Feier hören. Music. Die Musik. Das ganze Lärm, die ganzen Stimmen. So, they step up their speed. They arrive to the waiting place. Sie ja, sind dort angekommen. The door was closed. Und die Türen waren auch verschlossen. I mean, all that preparation. So, all die ganze Vorbereitung, die sie hatten. All that time they spent waiting for the bridegroom, is it for this? So die alle ganze Zeit, die sie gewartet hatten auf den Bräutigam, war es alles umsonst? The time they took to dress up? So die ganze Zeit, die sie gebraucht hatte, das Kleid zu suchen oder das Kleid sich anzuziehen? Putting on the makeup and massacre? I don't know. Was sie schminken, die Mascara und alles auf sich tragen. Was ist los? Haben die Türen mal verschlossen?
So, out of desperation. Also aus der Verzweiflung heraus. They knocked. Haben sie an diese Tür geklopft? They banged. Sie haben also wirklich draufgeschlagen auf die Tür. Because the only thing they want to do is to go in. Das Einzige, was sie ja tun wollten, war hineinzugehen zu diesem Freiraum. And then they shouted, Lord! Da haben sie dann ausgerufen. I would like to give you some time.
möchte euch etwas entgegen. To respond. Jetzt hierauf zu antworten. And to check our lives. Wirklich euer Leben zu prüfen. We are all Christians, we are saved. Wir sind alles Christen, wir sind errettet. But the preparation, it keeps going on. Aber die Vorbereitung geht immer weiter. To the end. Wirklich bis hin zum Ende. We don't stop. Wir sollen auch nicht aufhören. Every day we make sure we have oil, we have oil, we have oil. Jeden Tag sollten wir sicherstellen, dass wir Öl haben, genügend Öl haben. Every day we make sure we are with God, we are with God, we are with God. Jeden Tag sollten wir uns sicher sein, dass wir mit Gott sind und bei Gott sind. I have done it 20 years. Now I slow down. No, we don't slow down. Sie können nicht sagen, okay, ich mache es jetzt schon seit 20 Jahren und deswegen ja, lege ich mich ein bisschen zurück. Nein, also ihr könnt nicht langsamer werden. Ihr könnt euch nicht weniger vorbereiten. It's midnight, I'm tired. Ihr sagt vielleicht, okay, es ist aber Mitternacht schon und ich bin müde. Make sure you have oil before you sleep. Aber dann stellt sicher, dass ihr genügend Öl in eurer Lampe habt, bevor ihr euch schlafen legt. So ask the Lord, what am I lacking? So fragt wirklich den Herrn, worin mangelt es euch und woran mangelt es euch? Am I ready, Lord? Bin ich bereit, Herr? Show me. Zeig es mir. And do whatever it takes to prepare me, Lord. Und tu das, was auch immer dafür notwendig ist, damit ich vorbereitet bin. I would rather be embarrassed now than at the end. Ich möchte vielleicht lieber jetzt beschämt werden, als dann, wenn es soweit ist am Ende. I don't want to live in vain. Ich möchte nicht umsonst leben. I don't want to work hard and then be told, I don't know you. Ich möchte nicht jetzt hart arbeiten, um dann nachher zu hören von dir, ich kenne dich nicht. Lord, please help me to be prepared. Herr, bitte hilf mir, vorbereitet zu sein. I want to be wise. Ich möchte weise sein. Jesus says, wise is the one who obeys the word. Denn die Bibel sagt uns, dass derjenige weise ist, der dem Herrn gehorcht. For Jesus, we are always either wise or foolish. Denn für Jesus sind wir immer entweder töricht oder klug. Either we build our house on the stone, on the hard floor, or on the sand. Es geht darum, ob wir unser Haus wirklich auf dem festen Untergrund, auf dem Stein bauen, oder ob wir unser Haus auf Sand bauen. Either we are prepared or not. So, wir sind in der Vorbereitung oder wir sind es nicht. There is no middle way. Da gibt es keinen Mittelweg. There is no last minute preparation time. Es gibt da nicht mehr diese last minute Vorbereitungszeit noch. There is no purgatory where you can wait and you know you can make it up. Es gibt da nichts, wo du es dann wieder gut machen könntest, wenn du nicht vorbereitet warst. If Jesus comes now, wenn Jesus jetzt wiederkommt, either you make it or you don't make it. Dann hast du es entweder geschafft oder du hast es nicht geschafft. This is not to scare us. Also, das soll uns nicht Angst machen. This is to encourage us. Das soll uns ermutigen. This is to alert us. Alert us, awake us. Also, das ist ganz, um uns wirklich am Wach zu bringen. Lord, I pray this morning. Herr, ich bete heute Morgen. As you spoke through your word to us. Wenn du jetzt durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Lord, in Jesus' name I pray that you wake us up. In Jesu Namen bete ich, dass du uns wach hältst. Maybe we are busy with so many things. Vielleicht sind wir mit so vielen verschiedenen Dingen beschäftigt. That, Lord, make us busy on the right thing. Hilf uns, dass wir wirklich beschäftigt sind mit den richtigen Dingen. It's more important to have the oil than everything else. Es ist wichtiger wirklich, das Öl als das Öl wirklich bei uns zu haben, als irgendetwas anderes. Wake us now, before it's too late. Wir wollen uns wirklich wach, bevor es zu spät ist. Lord, I pray that none of us will be foolish. Ich bete, dass keiner von uns als töricht dasteht. In the name of Jesus, I pray through everything, Lord, to wake us up. Im Namen Jesu bitte ich dich darum, dass du wirklich alles tust, was notwendig ist, um uns wach zu begeben. Even if everybody else around us says it's foolishness, but we want to be wise in your eyes, Lord. Selbst wenn es uns Menschen sich anders sagen, dass wir töricht sind, möchten wir wirklich in deinen Augen, aus deiner Sicht und weise sein. Because that's what matters, Lord. Denn das zählt am Schluss. Finally, what you say matters, Lord. Das, was du letztendlich sagst, zählt für uns.
I would like to pray for other topics or other problems and issues. So ich möchte einfach noch beten für andere Dinge, die es hier unter uns gibt, für die Probleme. So by faith we pray and believe and we agree together. Wir sind wirklich hier, dass wir glauben, dass wir wirklich gemeinsam für Dinge einstehen, gemeinsam einfach beten. I pray for sickness. Ich bete für jede Krankheit. In the name of Jesus, every kind of sickness to be broken. I pray. Im Namen Jesu muss jede Krankheit gebrochen werden. Internal sickness, external sickness, every pain in the name of Jesus. Ganz egal, ob die Krankheit unseren inneren Körper betreffen oder unseren äußeren Körper betreffen, in Jesu Namen gebete ich diesen Schmerz zu geben. Danke, Jesus, for your healing. Danke, Jesus, für deine Heilung. Lord, I pray for whatever problem they face in their lives, that you solve it in the name of Jesus. Ich bete dir einfach, dass ganz egal, welchen Problem sie sich momentan haben, gegenüber sind, dass du dieses Problem im Leben lösen wirst im Namen Jesu. Problem in their workplace. Problems in the Arbeitsstelle. Problems in the family. Und Probleme in der Familie. Lord, make it okay, make it alright. Ja, du kannst es wieder bauen lassen. Lord, I pray blessing over this church. Ich bete über deine Segen auf diesen Tag. I pray blessing over each one of us. Ich bete wirklich Segen für jeden einzelnen von uns. Bless them with spiritual gifts. Segne sie wirklich mit den geistlichen Gaben. Bless them with spiritual fruits. Segne sie mit den geistlichen Früchten. Bless them financially. So segne sie mit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for ministering to us today. Danke, Heiliger Geist, dass du uns heute gedient hast. And we live for you. Wir leben für dich. We honor you. Wir ehren dich. And we always glory to you. Wir möchten dir immer die Ehre geben. In the name of Jesus. Im Namen Jesu bitte ich. Amen. Gott segne euch alle. Danke, Sabine.